Tag, die Fahrausweise bitte. Oh, Scheiße. Lassen Sie mich raten. Monatskarte vergessen. Richtig. Entschuldigung. Aber beim nächsten Mal habe ich sie ganz bestimmt dabei. Danke. Hey, Katja, alles klar? Ja, alles klar. Bis später, tschüss. Hi. Morgen! Morgen! Entweder Sie machen das Parkett heute Nacht neu oder Sie sehen keinen Cent von mir. Wiederhören. Was ist denn los? Die Idioten, du. Die haben das Parkett lackiert, anstatt zu wachsen. Da kannst du nicht mit Schuhen drauf. Ist glatt wie eine Eisbahn. Mann. Sag mal. Ist denn Roberto noch nicht da? Die warten schon seit 5 Minuten. Das ist ja ein neuer Swing-Dance-Kurs. Du, aber ich kann noch einspringen. Ehrlich? Machst du das? Na klar. Also ich finde, barfuß fühlt sich das Ganze gleich viel intensiver an. Okay, also Roberto hat euch ja letzte Woche die Grundtechnik beigebracht. Und ich werde heute versuchen, das Ganze fortzusetzen. Aber erstmal gibt's was zum Eingrooven. Zu räumen ist... Wow! Das war ja perfekt! Sehr schön. Ja. Julia, du, sorry. Ich war verhindert. Sein Glück bei den Männern möchte ich mal haben, wirklich. Oh. Marlene, ich schwöre, ich komme ab jetzt wieder pünktlich. Das spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Was soll denn das heißen? Das soll heißen, dass die Tanzschule hier abgerissen werden soll. Was? Unsere Tanzschule? Aber das kann doch nicht sein. Du hast doch einen Mietvertrag. Ja, das dachte ich ja auch, aber ich weiß nicht, verstehe das nicht. Der hat irgendwie so eine extrem kurze Kündigungsfrist und... Also Tatsache ist, dass wir in 6 Wochen hier raus sein müssen. In 6 Wochen schon? Aber wie kann das denn sein? Ich meine, du hast dich doch immer so super mit dem Vermieter verstanden. Wieso macht er denn das? Macht er ja nicht. Der hat irgendwie vor ein paar Monaten an irgendjemand anderen verkauft und... Ja, da kam schon mal so ein Brief. Ich erinnere mich dunkel dran, aber ich hab mir einfach nichts dabei gedacht. Mensch, Marlene. Ich hab es verpennt. Ich bin schuld. Ich. Ach, Quatsch. So darfst du gar nicht erst denken. Vor allen Dingen darfst du nicht so einfach aufgeben, sonst haben die doch schon gewonnen. Entschuldigung. Die CD ist zu Ende. Soll ich? Ich komm schon. Was haben Sie mit Ihren Schuhen gemacht? Achtung, der Boden. Wer sind diese Schweine eigentlich? Ja, kick. Morgen. Und läuft alles nach Plan? Abriss ist morgen. Ich habe jetzt bei hier provisorischen Büro eingerichtet. Ja, sehr gut. Ich hatte bisher immer nur mit dem Vater das Vergnügen. Ja, er will sich in Zukunft zurückziehen und überlässt jetzt mir nach und nach das Geschäft. Ich habe mich extra aus dem Ausland zurückkommandiert. Alle Achtung, dass er Ihnen das zutraut. Der alte Hansen scheint wirklich älter zu werden. Sie wollen doch nicht wirklich das Haus hier abreißen? Doch, sicher. Aber das kann man doch gar nicht abreißen. Das steht doch schon immer hier. Ja, aber glauben Sie mir, die Besitzer waren froh, dass sie einen Käufer gefunden haben. Och, wir brauchen hier kein Einkaufszentrum. Ein Einkaufszentrum ist ein Gewinn für die Gegend. Warten Sie es ab. Von wegen. Gewinn für die Gegend. Sie denken doch nur an sich und an Ihren Profit. Sie Aasgeier, Sie! Wenn Sie uns jetzt bitte entschuldigen wollen, ich diese Leute aus. Wo
Kultur, Stiftungen, Banken. Was gibt's denn noch? Du musst unbedingt noch mit dem Mieterverein reden. Ja, das ist gut. Ja. Mahlzeit. Hey, Tag Max. Na, alles klar bei dir? Alles klar. Sag mal, wann machst du bei uns eigentlich mal einen Tanzkurs, hm? Wir könnten noch ein paar Jungs für die Videoclip-Dancing-Gruppe gebrauchen. Ey, komm, Tanzen ist nur was für Rentner und Spießer. Voll uncool. Braucht kein Mensch mehr. Hi. Hi, Julian. Hi, Vanessa. Nur für Rentner und Spießer, ne? Na klar. Okay, Mädels, los geht's. 4, 5, 6, 7, 8. In no way you're locking me up. I'm just keeping the key. Slam the door when it's getting too much. I'm gonna let myself free. Was? Wissen Sie was? Ich glaube, Sie wollen mir ja nicht helfen. Da Sie mit Ihrem dicken Monatsgehalt sitzen doch wunderbar im Trocknen. Hä? Hallo? Hallo? Ja, hallo, was soll denn das werden? Der Boden soll doch erst heute Nacht neu gemacht werden. Das wird aber teuer. Was Sie nicht sagen, das ist mir sowas von scheißegal. Hier wird noch getanzt, Capito. Mann. Jetzt fühlt sich keiner zuständig für meine kleine Klitsche. Das kann doch nicht sein. Irgendjemand ist immer zuständig. Wir müssen vielleicht nur... Ja, ich verstehe Sie nicht. Nee, oder Sie wollen mich nicht verstehen. Nee, so kann man nicht mal mehr als alle Quackel. Marlene? Psst, da hinten ist mein Ex. Sie können sich Ihre Scheißausflüge sparen, Herr Kompermann. Entschuldigung. Da war ich für Sie, Ach, nee, das jetzt nicht hoch. Nein. Du, wenn du mir jetzt gehst du zum Frühchen zurück. Ja, der führt schon Freundentänze auf der Jute. Los. Ich hab das Gefühl, Anke hat immer noch Sehnsucht nach dir. Ja, wo bist du denn, meine kleine Tanzmaus? Komm doch mal hier. Es kommt doch immer alle zusammen. Ach, Jule, es ist, wie es ist. Ich hab mit allen gesprochen. Mit dem Mieterschutz, mit meiner Bank, so ja, mit meiner Mutter. Und die ist schon 4 Jahre tot. Und alle sagen das Gleiche. Es ist vorbei. Schluss, Punkt, aus. Aber sag mal, was ist denn mit Berlin-Immobilie? Berlin-Immobilie? Was soll mit denen sein? Ja, hast du mit denen schon mal gesprochen? Alles klar. Dann fahren wir dann nämlich gleich morgen hin. Ich bin der Geschäftsführer. Womit, meine Damen, kann ich helfen? Es geht um die Wielandstraße. Mit dem Bau Ihres Einkaufszentrums zerstören Sie nicht nur die Tanzschule. Nein, Sie gefährden auch die Existenzen der Einzelhändler, die da seit Jahrzehnten ansässig sind. Und... Ja, okay. Und Frau Vonhoff hat mit ihrer Tanzschule, die Sie abreißen wollen, was ganz Besonderes geschaffen, das auf gar keinen Fall zerstört werden darf. Bitte. Ich appelliere an Ihren Verstand und an Ihr Herz. Das klappt nie. Natürlich wird es das. Da bin ich sicher. Das klappt. Wirklich? Ja, wenn du ganz bei dir bleibst und ruhig und bestimmt sagst, was ihr wollt, dann wird der Mann seine Entscheidung überdenken. Bist du dir ganz sicher? Ja, wenn der Mann kein Herz aus Stein hat. Ach, Papa. Ich wünschte, alle wären so lieb wie du. Ich hoffe, du hast recht. Es klappt. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Schlaf gut. Wünsch mir Glück. Geschäftsführer.
Reise, bitte. Wieder vergessen? Ja. Und nun? Ach, du kriegst die Motten. Die zerquetschen uns doch wie die Ameisen. Ach, Marlene, was hast du mir immer vor wichtigen Wettbewerben gesagt, hä? Du hast zwar keine Chance, aber nutze sie. Ach, Marlene, überlass mir erstmal das Reden, ja? Was? Naja, du bist halt manchmal etwas aufbrausend. Ich weiß doch, wie ich mich in solchen Situationen zu verhalten habe, Kleiner Winzbold, du. Marlene, guck mal da. Entschuldigung, Herr Hansen. Hier sind zwei Damen, die wollen Sie unbedingt sprechen. Kann ich Ihnen helfen? Ja. Guten Tag, wir würden gerne den Geschäftsführer sprechen. Steht vor Ihnen. Ah, super. Ja, Julia Behrendt. Frau von Hoff. Wir würden gerne mit Ihnen über die Wielandstraße sprechen. Wielandstraße? Ja. Frau von Hoff betreibt seit Jahren eine... Mann, das ist so weit von typisch, sag ich dir. Typisch! Sie wissen wohl ja nicht mehr bei so vielen Abrisse, was für eine Existenz Sie da gerade vernichten tun. Stimmt's oder habe ich recht? Marlene, Wielandstraße 22, Gebäude erbaut 1909. Wir haben das Gelände vor 5 Monaten gekauft und Ihnen fristgerecht gekündigt, Frau... Von Hoff. Von Hoff. Der Abbruchantrag ist gestellt und genehmigt und wir werden wie geplant auf dem Grundstück unser Einkaufszentrum bauen. Ja, das denken Sie vielleicht, aber nicht mit mir. Das können Sie sich gleich mal hinter die Ohren schreiben. Was Frau von Hoff meint, ist, dass seit... Jetzt halt doch mal die Luft an. Ich wüsste doch selber, was ich meine. Wenn Sie glauben, Sie können meine Tanzschule einfach so mir nichts hier nichts abreißen, dann haben Sie sich so weit von ihr geschnitten, sage ich Ihnen. Wenn Sie mich da raus haben wollen, ja, dann müssen Sie mich eigenhändig raustragen. Capito? Mit den Füßen zuerst, nehme ich an. Ja, gut, siehst du? Wir verstehen uns doch. Da würde ich an Ihrer Stelle aber ein paar Jeans anziehen. War's das? Wenn wir vielleicht noch mal in Ruhe über die ganze Angelegenheit reden können... Mein Sohn betreut das Projekt. Aber auch der wird sich nicht erweichen lassen, auch nur 1 Zentimeter vom Bauplan abzuweichen. Ich habe gerade von dir gesprochen. Wenn Sie mich entschuldigen wollen, ich habe zu tun. Martin. Ich muss wissen, was das ist. So weit von typisch. So weit von typisch, sage ich dir. Auf Wiedersehen. Schönen Tag auch noch. Blöde Kuh. Die Überarbeitung der Wielandstraße bringe ich dir morgen vorbei. Ja, die mache ich heute noch da. Ja, bis dann. Die schon wieder. Ich rede mit ihr. Hören Sie, das bringt doch nichts. Nehmen Sie Ihren Stuhl und gehen Sie wieder nach Hause. Das ist hier mein Zuhause. Jetzt seien Sie doch vernünftig. Wenn Sie nicht freiwillig gehen, dann müssen wir Sie wegtragen lassen. Das wollen Sie doch nicht, oder? Tragen Sie mich, wohin Sie wollen. Die Hauptsache ist, mein Haus bleibt stehen. Das ist ein uraltes Haus, in dem noch mit Kohle geheizt wurde und die Toiletten auf dem Gang waren. Ganz zu schweigen von den undichten Fenstern und feuchten Wänden. Leben ist Veränderung. Hätten wir immer am Alten festgehalten, dann würden wir heute noch in Höhlen leben. Was wissen Sie denn eigentlich vom Leben? Ich bin in diesem Haus geboren worden, da, hinter diesem Fenster. Und da unten ist mein Vater gestorben. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Da kommen Sie einfach daher und sagen, aus alt macht neu. Sie wissen ja gar nicht, was Sie hier kaputt machen. Es sind doch nur Steine. Ihre Erinnerung kann Ihnen keiner nehmen. Wissen Sie, was der Unterschied zwischen meinem Haus und Ihrem Betonklotz ist? Wenn der mal abgerissen wird, dann wird es niemanden geben, der sich erinnern kann. Weil er nämlich keine Seele hat. Herr Hansen, wir werden dann soweit. Fassen Sie mich nicht an! Ciao. Tschüss.
Sie hat seit dem Desaster heute Morgen kein Wort mehr gesprochen. Marlene, wenn wir irgendetwas für dich tun können. Oh. Halleluja. Die hat schlechte Laune. Allerdings. Sag mal, hast du dich eigentlich schon auf was Neues umgeschaut? Nee, das bringe ich nicht übers Herz. Ich auch nicht. Ich weiß gar nicht, was werden soll, wenn hier die Lichter ausgehen. Ich habe keine Lust, in irgendeinem 0815-Studio zu unterrichten. Echt nicht. Ja, das geht mir genauso. Roberto, mal was anderes. Sag mal, du kennst dich doch ganz gut mit Männern aus, oder? Klar. Wenn ich wäre, dann. Also, mal angenommen, du siehst jeden Morgen diesen süßen Typen im Zug. Was würdest du machen? Reden wir hier rein hypothetisch? Oder gibt's ihn wirklich? Hä? Nee. Welche Strecke fährst du nochmal? Hey, ich hab ihn entdeckt. Du musst ihn natürlich ansprechen. Ich glaube, du hast recht. Morgen gebe ich ihm meine Nummer. So gefällst du mir. Schnapp ihn dir, du Tier. Mama, was du wohl zu meinem Zug Romeo sagen würdest? Was ist denn da? Alles geheim. Ciao, Papa. Tschüss, Süße. Und vergiss nicht deinen... Hab ich! Die Fahrausweise bitte. Hallo, die Fahrausweise bitte. Tatsächlich. Müssen Sie sich darum kümmern. Ja, sorgen Sie dafür, dass Sie einen Vertrag haben. Oh, Nadja. Nee, vorher fange ich nicht an. Fangen wir überhaupt an. Neues Parfum. Sagen Sie ihm das. Gefällt's dir? Sehr verführerisch. Ja, bitte, dann machen Sie das. Immer noch der Erste im Büro. Manche Dinge ändern sich eben nie. Außer deine Klamotten. Neu? Nein, mein Lieber. Die hast du mir bei unserem ersten Date vom Leib gerissen. Oh, gute Qualität. Martin? Gregor, hallo. Ich dachte, du hast in der Wielandstraße alles im Griff. Hab ich.
Und warum hatte ich dann gestern Besuch von der Mieterin? Die hat ein Riesentheater veranstaltet. Du weißt doch, wie das ist. Irgendjemand hat immer was gegen einen Abriss einzuwenden. So ist das doch in diesem Geschäft. Außerdem sind unsere Verträge wasserdicht. Die können uns gar nichts. Wenn sie die Sache vor Gericht bringt, würde das den Bau trotzdem verzögern. Und das können wir uns nicht leisten. Steffens erzählte mir, du hast ein Händchen für hysterische alte Damen. Kümmere dich bitte darum. Ich komme mit. Gehen wir tanzen? Ja. Hallo, Julia. Hi. Hi. Kopf hoch. Morgen siehst du deinen Zug Romeo bestimmt wieder. Und was ist, wenn nicht? Julia, keine Panik. Wenn ihr füreinander bestimmt seid, dann werdet ihr euch bestimmt wieder treffen. Sicher. Joey, es gibt ein paar neue, unglaublich leckere Cocktails. Wir könnten doch da mal wieder hingehen und uns unter die Prominenz mischen. Im Übrigen fehlt hier noch ein paar. Ich gehe mal in die Umkleiden und guck mal, wo sie sind. Okay. Schickimicki-Szene eigentlich ziemlich satt. Ach komm, das klang vor deinem Auslandsaufenthalt aber ganz anders. Hier ist es. Ja, da war ich auch noch jung und naiv. Ah, und jetzt bist du alt und weise. Ich hoffe nur weise. Keiner mehr da, die kommen wohl nicht. Ah, da sind sie ja. Wir dachten schon, sie hätten uns vergessen. Angezogen, ich weiß, aber wir wollten trotzdem mal reinschauen. Ja, dann los geht's. Nicht so schüchtern, kommen Sie rein. Bitte. Was für ein Zufall. So, wir müssen was zum Warm werden. Und jeder, wie er kann. Den Abriss anzusprechen, vor all den Schülern. Wieso denn Abschlussfest? Was? Wo soll ich denn tanzen, wenn es sie nicht mehr gibt? Aber Marlene, das kannst du doch nicht machen. Ich weiß, du glaubst noch an Wunder, aber ich sag nur mal einfach so, wie es ist. Also, hier wird ein Einkaufszentrum gebaut und wir werden dafür platt gemacht. So ist es nun mal. Ja, so ist es raus. Du hast ja einen Knall. Wir haben doch noch gar nicht richtig angefangen zu kämpfen. Genau, Frau Behrendt. Karin, du studierst doch Jura, oder? Ich? Ja. Im 17. Semester. Sehr gut. Kannst du denn nicht mal einen Blick in Marlenes Mietvertrag werfen? Und natürlich auch in den ganzen anderen Papierkram. Ja, klar. Ist mein Spezialgebiet, sozusagen. Ach, echt? Oh, das sieht alles scheiße aus. Scheiße, das sieht alles doof aus. Kacke! Ach, das nur. Ja? Was hast du denn vor? Bist du verabredet? Mhm. Oh, mit wem denn? Das weiß ich selber noch nicht so genau. Wir haben uns im Zug kennengelernt. Im Zug? Ja. Oh, sorry, Mamas Geschenk. Ich mach's wieder heile. Ich bin nur so nervös, weißt du? Naja, ich reparier's schon wieder. Danke. Bei deiner Mutter und mir war das auch lieber auf den ersten Blick. Guck, und es hat ein Leben lang... Es hat funktioniert. Ich weiß. Und sie weiß das auch. Das hier würde mir gefallen. Oh nein, ich weiß es nicht. Hallo.
glaube, wir haben ein kleines Problem. Hier kocht uns heute keiner mehr. Oh. Wie wär's denn mit dem da drüben? Oh, nee, bloß nicht. Das ist so ein überteuerter Schuppen. Da geht mein Vater immer mit seinen Geschäftsleuten. Ja, aber das macht doch nichts. Wir können doch trotzdem hingehen. Na komm, ist doch lustig. Wir essen eine Vorspeise und dann verschwinden wir wieder. Okay. Ich glaube, ich habe meine Kreditkarte zu Hause vergessen. Oh, das macht nichts. Ich kann dir aushelfen. Nein, nein, ich wollte dich ja einladen. Das lassen wir auch so. Ich befürchte nur, wir müssen in eine bescheidenere Lokalität ausweichen, ja? Okay. Gut. Martin, ist alles in Ordnung bei dir? Ja, ja. Lass uns gehen. Klar. War eh zu spießig hier. Aber den wollen wir noch nicht umkommen lassen, oder? Und? Sind deine Pläne so für die Zukunft? Oder muss ich demnächst immer von Stadt zu Stadt hinterherreisen, um mit dir Döner zu essen? Nein. Meine Tournee habe ich jetzt erstmal abgeschlossen. Also das habe ich hinter mir. Ich bleib lieber in der Tanzschule bei Marlene. Marlene? Wer ist Marlene? Ihr gehört die Tanzschule. Weißt du, Marlene, Roberto, die Schüler und ich, wir sind sowas wie eine richtige Familie. Keiner fällt einem in den Rücken, niemand geht unter und vor allen Dingen kümmern wir uns alle umeinander. Gerade jetzt, wo die Tanzschule abgerissen werden soll, da halten wir natürlich zusammen, ganz fest. Weißt du, ich verstehe das immer noch nicht. Irgendwelche Immobilienhaie wollen ein Einkaufszentrum hinklotzen. Und sie reißen damit den Menschen den Boden unter den Füßen weg. Zerstören Existenzen, einfach so. Ja, aber manchmal werden doch auch Existenzen dadurch aufgebaut. Na toll, ich freue mich für die anderen. Sag mal, musst du sowas auch machen? Ich meine, Häuser abreißen? Ja, manchmal. Ja, da ist die Einzige. Einzige. Aber ich bin mehr für die Planung zuständig. Ah, dann bist du also Architekt. Ja, so ungefähr. Wie ja, so ungefähr? Hey, du musst dich doch dafür nicht schämen. Weißt du was? Architekten kommen in den besten Familien vor. Also, auf dich. Auf uns. Dass du heute in der Tanzschule noch nichts erreicht hast. Ich bin schon etwas überrascht. Aber ich denke mal, du regelst das morgen. Ich habe natürlich unseren Investoren versichert, dass alles problemlos läuft und der Baubeginn pünktlich in 3 Wochen startet. Du weißt ja, time is money. Ja, klar, also, Vater. Geh einfach zu Julia und sage ihr, du Julia, ich habe mich Hals über Kopf in dich verliebt, aber leider muss ich deine Tanzschule abreißen. Hast du was dagegen? Für Nora Jones heute Abend? Das Konzert ist eigentlich seit Monaten ausverkauft, aber ich habe Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Und naja, ich dachte, morgen ist doch sowas wie unser Jahrestag. Ach, Nadja, ich weiß nicht. Ich finde, wir sollten uns noch mal eine Chance geben. Das hat damals nicht funktioniert und das wird jetzt auch nicht funktionieren. Aber es war doch auch schön damals. War auch, aber ich kann das nicht. Was willst du eigentlich mit so einem Mädchen von der Tanzschule, wenn du eine Frau haben kannst? Vielleicht hat es was mit Liebe zu tun.
Nadja. Wo ist denn der Briefwechsel mit dem Vorbesitzer? Ist ihr da nicht mit drin? Nee. Bin ich ja Vorbesitzer. Meinst du den von 73 oder 85? Oh. Ich hab ja einen von 93. 93? Wieso denn 93? Och, Marlene, überleg doch mal. Wir brauchen die Briefe vom letzten Vorbesitzer. Entschuldigung. Oh Mann. Hallo? Hallo. Ach, das macht doch nichts. Ich fand den Döner sehr lecker. Heute Abend? Ja, gerne. Ich weiß, wo das ist. In Ordnung. Apartment 7. Ich freue mich. Sehr sogar. Tschüss. Was ist mit dir passiert? Hast du dir verliebt? Weißt du, das Leben ist manchmal wirklich eigenartig. Da habe ich schon gedacht, dass ich ihn nie wiedersehe und plötzlich steht er vor mir. Und er ist einfach... Wunderbar. Ja, genau das ist er. Wunderbar. Wie romantisch. Oh Mann. Ist aber nicht etwa der Typ, der da gestern in deiner Tanzstunde war, oder? Doch. Wow. Hier, das müssten alle sein. Von 93 bis heute. Junge, bestens. Hey Max, was machst du denn hier? Ich habe ein Problem. Also es ist nämlich so, dass ich habe gestern Vanessa auf der Straße getroffen. Ja, du weißt schon, die Vanessa aus deinem Tanzkurs neulich. Wunderschöne Augen, lange dunkle Haare. Knackiger Po. Naja, wir sind ins Quatschen gekommen und dann hat sie mich zum Tanzen eingeladen, zu so einem Street-Dance-Festival. Tja, dann bleibt wohl nur noch ein Crashkurs. Super, wann geht's los? Hallo? Hi, ich bin's, Julia. Hallo, dann komm hoch, zweiter Stock rechts. Okay. Könnten Sie die Rechnung mit da unten? Ich hab sie gerade vergessen. Ja, klar. Nein, ein Geschenk von meinem Vater zum Diplom. Hast du ein gutes Verhältnis zu deinem Vater? Ach, mal so, mal so. Im Moment, mal so. Oh! Kleine Vorspeise. Du redest nicht gerne über deinen Vater, oder? Und nicht gerne über deinen Job. Du hast Geheimnisse. Schlimme? Nein, keine Sorge. Ich hole mal eben den Ball. Du hast gekocht, toll! Ja, ich habe sozusagen keine Kosten und Mühen gescheut. Sehr gut. Ich finde es nämlich äußerst wichtig, dass ein Mann kochen kann. Was anderes käme mir gar nicht in die Tüte. So, wirklich? Mhm. Oh, ich habe den Joghurt vergessen. Dürfte ich vielleicht einen Blick in deine Kochtöpfe werfen? Oh! Oh nein! Vorsicht! Oh, oh, das war knapp. Mhm. Julia, ich muss dir was sagen. Ich weiß. Viele liebe Grüße
vom Tandoori Express. Du hast mich erwischt. Ja. Ich bin der schlechteste Koch der Welt. Und der schlechteste Lügner, den ich kenne. Aber küssen kannst du gut. Du hast mich doch noch gar nicht geküsst. Aber jetzt. Kennst du das? Hm? Wenn man träumt, man ist ja eigentlich schon wach. Kneif mich mal, damit ich weiß, ob ich wach bin. Au! In der Tat, ich bin wach. Hm? Sag mal, die Frau, mit der du letztens in der Tanzschule warst. Nadja. Hm? War da mal was zwischen euch? Wieso? Spürt man das? Weibliche Intuition. Ja, wir hatten ein Verhältnis miteinander, aber es hat nicht so funktioniert. Hm. Ja, ich muss dir was sagen. Mhm. Oh! Wo ist es denn? Ich weiß nicht. Irgendwo hier. Martin, wo bist du denn? Hast du es? Ich versuche dich seit Stunden zu erreichen. Heute Nachmittag hat mich eine seltsame Anwältin angerufen wegen dem Projekt der Wien. Hallo. Ich kann aber jetzt nicht reden. Ich verstehe nicht, warum du nicht. Ja. Ja, bis. Ja, okay. Bis dann. Gute Nacht. Oh, mein Vater. Kann sich einfach nicht damit abfinden, dass er im Ruhestand ist. Vielleicht solltest du deinem Vater mal ganz zart beibringen, dass du der Chef bist. Ja, vielleicht. Mann! Karin, würdest du bitte mal zur Sache kommen? Momentchen. Also, gerne. Um es kurz zu machen, ihr habt rein juristisch gesehen, keine Chance. Was? Oh nein! Aber wir könnten Schweigegeld rausschlagen. Schweigegeld? Naja, bei einem Bauprojekt dieser Größenordnung ist eine Menge Geld für die Investoren im Spiel. Und wenn ihr droht, diesen Kapitalistenschwein so richtig Feuer unterm Arsch zu machen, mit Demonstrationen, Sitzblockaden, Hungerstreiks, großen Bannern, Plakaten und so weiter, dann... Das ist ein Einkaufszentrum und kein Atomtransporter, der hier gestoppt werden muss. Ja, klar. Wie auch immer, wenn ihr droht, ein wenig Wirbel zu machen, könnte das ein schlechtes Licht auf das Einkaufszentrum werfen. Und das kann zu Umsatzeinbußen führen. Die Achillesferse eines jeden Unternehmers. Und ihr bietet einfach an, ich meine, dass ihr keinen Ärger macht, wenn sie euch finanziell unterstützen. Hm. Ja, und was meinst du? Wie viel können wir so rausschlagen? Mindestens 5. Vielleicht sogar 10.000 Euro. Nicht mehr? Das reicht doch hinten und vorne nicht. Naja, ehrlich gesagt seid ihr in einer ziemlich schlechten Position. Was ist denn so schlimm daran, umzuziehen? Ach, Mann, meinst du, ich hätte nicht irgendwelche Alternativen gesucht? Aber die Mieten hier in der Gegend sind schweineteuer geworden und die Räumlichkeiten kannst du vergessen. Da brauchst du ein Vermögen, was ich nicht habe, um die in irgendwelche Umbauten zu investieren. Tja, und in einem anderen Viertel wird es schier unmöglich, wieder solch eine Stammkundschaft aufzubauen. Genau. Naja, das Einzige, was dann noch hilft, sind Kontakte. Ich meine jemand Einflussreiches, der Berlin-Immobilie davon überzeugt, das Einkaufszentrum mal kurz woanders hinzubauen und die Kosten für die Planung an der Wielandstraße abschreiben. Haha, der Schnösel von den Berlin-Immobilien hat auf sowas schon ganz lange, ganz sehnsüchtig gewartet. Folgt bei Vanessa, hä? Also, hau rein, ciao. Hallo. Oh, hallo. Können Sie mir sagen, wo ich Marlene Vonhoff finde? Die müsste da drin sein. Dankeschön. Gerne.
Frau Vonhoff? Ja, bitte? Nadja Trehmann von Berlin Immobilien. Aha, Moment. Was gibt's denn? Ich denke, wir sollten mal miteinander reden. Ja, naja. Dann kommen Sie mal mit in mein Büro. Marlene, ich darf Sie doch Marlene nennen, oder? Nö, wieso? Also gut, Frau Vonhoff, ich wollte Ihnen nur noch mal sagen, dass es mir wirklich leid tut um Ihre Tanzschule. Das muss wirklich hart für Sie sein. Was Sie nicht sagen. Wie komme ich denn zu so viel Anteilnahme? Naja, wir sind nicht die bösen Immobilienhaie, die uns immer alle halten. Ach nee. Ja. Und deswegen bin ich hier, um Sie zu warnen. Vor was denn? Vor dem jüngsten Gericht oder was? Nein. Ich wollte Ihnen noch mal ausdrücklich davon abraten, gerichtliche oder auch andere Schritte gegen uns einzuleiten. Ich denke, Sie wissen selbst, dass Sie gegen eine Firma wie Berlin Immobilie keine Chance hätten. Alles, was Sie davon haben, ist ein Haufen Ärger und astronomische Anwaltskosten. Und das wollen Sie doch nicht. Seit wann sind meine Finanzen Ihr Problem? Ich versuche nur, Ihnen zu erklären, wie die Dinge stehen. Das ist alles. Wissen Sie was? Glauben Sie bloß nicht, Sie hätten schon gewonnen. Wir haben Kontakte. Da werden Sie sich doch wundern. Frau Vonhoff, wir kommen Ihnen doch sogar entgegen. Wir sind bereit, die anfallenden Kosten für Ihren Umzug in die neuen Räumlichkeiten zu übernehmen. Das ist doch was. Neue Räumlichkeiten. Sie wissen doch ja nicht, wovon Sie reden. Wissen Sie was? Ich lasse Ihnen einfach mal unsere Unterlagen da. Dann können Sie sich ja noch mal überlegen. Auf Wiedersehen, Frau Vonhoff. Hoffentlich nicht. Blöde Kuh. Berlin Immobilie. Ach. Oh. Wirklich lecker. Ja. Und diesmal garantiert selbst mein Feinkost-Italiener zusammengestellt. Okay. Aber ich würde sagen, sehr geistreich. Ja. Getrocknete Tomaten, Ziegenkäse. Du hast ja wirklich Geschmack. Du, Julia, ich wollte dich mal was... Du zuerst. Ich wollte dich mal was fragen. Und zwar geht's um die Tanzschule. Marlene und ich, wir haben uns überlegt, ob man die Immobilienfirma nicht vielleicht doch noch umstimmen könnte, woanders zu bauen. Also, überlegen ist gut. Weißt du, das ist sozusagen unsere letzte Chance. Bauherr ist Berlin Immobilien. Kennst du da zufällig jemanden? Oder vielleicht dein Vater? Julia, ich weiß nicht. Also, so ein Bauvorhaben ist schwer zu stoppen, wenn es erstmal begonnen hat. Naja, aber ich meine, versuchen kann man es doch mal. Ich sehe nicht ein, dass wir einfach so schnell aufgeben. Ich kann ja mal mit meinem Vater sprechen. Danke. Du bist wirklich ein Schatz. Und was wolltest du fragen? Nicht so wichtig. Sehr gut, ich habe mir noch ein zweites Anliegen. Oh nein. Die Rettung meiner Füße. Na, Mäusekind? Dich hat's wohl schwer erwischt, wa? Oh, Marlene, ich bin so verliebt. Ich habe das Gefühl, dass all meine Wünsche in Erfüllung gegangen sind. Was ist denn? Freust du dich denn gar nicht für mich? Ach, doch, natürlich freue ich mich, aber... Ja, ich wollte da mal genauer mit dir drüber reden und... Frau Vonhoff, wenn ich Sie mal was fragen dürfte... Ja, okay. Später, Herr Kaminski, ja? Was ist denn? Nicht hier. Sie haben ja meinen Keller aufgekloppt. Ja, und ich habe dabei eine Sensation entdeckt. Garantiert 16. Jahrhundert. Und dahinter befindet sich ein Tunnelsystem. Tunnelsystem? Ja.
hier um der Ecke befand sich bis zum Zweiten Weltkrieg ein uraltes Kloster. Und ich habe schon immer vermutet, dass es da noch Überreste geben muss. Und das Tunnelsystem diente den Mönchen früher als Fluchtweg, wenn Gefahr im Verzug war. Ja, und? Sollen wir vielleicht durch die Tunnel fliehen, wenn die Bagger kommen, oder wie? Ja, das nur nicht gerade. Aber die Tanzschule reißt so schnell keiner mehr ab. Da wird schon der Denkmalschutz für sorgen. Und, wie war dein Tag? Gut. Die Kleine hat dich ja ganz schön um den Finger gewickelt. Sag mal, wie redest du denn über sie? Du kennst sie doch gar nicht. Naja, ich frag mich nur, was sie von dir will. Ausgerechnet jetzt. Ist doch ein seltsamer Zufall, oder? Was willst du damit sagen? Nadja, Martin. Ich mach's kurz. Martin, es ist gut, dass du endlich mal wieder reinschaust. Ja, es tut mir leid, dass ich mich so rar gemacht habe. Aber Nadja hat hier ja bestimmt ausgerichtet, dass ich von zu Hause gearbeitet habe. Ich würde gern noch mal mit euch über die Wielandstraße sprechen. Jahrhundert, wa? Echt 1902, wa? Wie in übrigens zigtausend anderen Berliner Kellern auch. Ich habe mich gefragt, ob es richtig ist, das Einkaufszentrum dorthin zu bauen. Wir würden da eine gewachsene Infrastruktur kaputt machen. Eine Affäre mit einer Tanzlehrerin reicht also aus, um ein millionenschweres Bauvorhaben zu stoppen. Nein. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Jetzt kümmerst du dich nicht um die Sachen, die dir aufgetragen werden, und jetzt willst du einfach mal das Projekt verlegen. Vater, ich bin Architekt geworden, um Häuser zu bauen, in denen Menschen sich wohlfühlen. Um Menschen etwas zu geben und nicht deren Existenzen kaputt zu machen. Hast du schon mal an unsere Existenz gedacht? Weißt du, mit wie viel Geld wir in der Sache drin stecken? Abgesehen von unserem guten Ruf, wenn wir die ganze Sache abblasen. Dir geht's auch immer nur um deinen scheiß guten Ruf. Dieses Einkaufszentrum ist auch nur wieder so ein Projekt, damit die Nachwelt dich als großen Gregor Hansen in Erinnerung behält. Wie redest du eigentlich mit mir? So, wie ich schon längst mal hätte machen sollen. Dann lässt du mir keine andere Wahl. Ich werde das Projekt Nadja übertragen und ich möchte dich bitten, dich in Zukunft nicht mehr in dieses Thema zu involvieren. Du bist ein Eisklotz, der über Leichen geht. Darum bist du allein. Aber ich bin nicht so wie du. Merk dir das. Und du tritt mir ja nicht mehr unter die Augen. Marlene, was machst du denn da? Ich rauche. Es ist nie zu spät, damit anzufangen. Unsinn! Nee. Was ist denn mit dir? Meinst du, abgesehen von der Tatsache, dass das alles hier... bald mal aus und vorbei ist? Aber wieso denn aus und vorbei? Martin versucht sich doch gerade für uns einzusetzen. Wirklich nicht, warum du dir ausgerechnet von dem Mann helfen lassen willst. Der das Ganze hier abreißen will. Das kann nicht sein. Das kann doch wohl nicht wahr sein! Shit.
Telefon? Julia. Julia, ich... Spar dir deine Erklärungen, okay? Ich wollte es dir doch sagen. Aber ich hatte Angst, alles kaputt zu machen. Du hast mein Vertrauen missbraucht. Nein. Du hast mir versprochen, dass du für mich deine Kontakte spielen lässt. Ich habe dich auch noch um Hilfe gebeten. Mann, ich habe gedacht, dass dir die Tanzschule anfängt, was zu bedeuten. Ja, was tut sie doch auch. Ach ja? Und was? Julia, das ist alles nicht so einfach. Siehst du? Vergiss es, ja? Willst du? Erinnerst du dich noch daran, als ich dich damals mit Mutter in deinem Büro besucht habe? Einen Tag, bevor ich ins Internat sollte? Ihr habt euch fürchterlich gestritten, weil du keine Zeit hattest, wie immer. Das war das Ende eurer Ehe. Wir waren im Aufbau. Die Firma war noch ein absoluter No-Name auf dem Markt. Vater, ich will nicht, dass mir das Gleiche passiert wie dir und Mutter. Ich liebe Julia und mit ihr ist das einfach... Und für diese Liebe bist du bereit, meine Firma und alles, was ich aufgebaut habe, zu ruinieren. Vater, ganz in der Nähe der Tanzschule gibt es ein riesiges brachliegendes Grundstück. Wir könnten doch da das Einkaufszentrum hinbauen. Ich habe alles überprüft, das ist das gleiche Profil wie in der Wielandstraße. Und die Kosten für die Umplanung würde ich auch übernehmen. Martin, du wärmst alte Kamellen auf. Du sprichst von dem Grundstück von Carsten Pohl. Natürlich hatten wir das im Auge, als es um die Planung für das Einkaufszentrum ging. Aber das kannst du vergessen, der Pohl verkauft nicht. Diese aufgeblasene Wichtigtour. Ich könnte doch mal mit ihm reden. Das kannst du gern machen, aber das wird nur nichts bringen. Sobald Pohl deinen Namen hört, blockt er ab. Er hasst mich. Seit ich ihm mal in letzter Sekunde einen Auftrag abgeluchst habe. Vater, bitte, gib mir doch wenigstens die Chance. Hm? Hm? In Ordnung. Aber Freitagmittag treffe ich die Investoren zur Vertragsunterschrift und bis dahin muss alles unter Dach und Fach sein mit Pohl. Und nimm dich vor Pohls Boxer in Acht. Ja. Wie steht's? Wir hätten sowieso nicht zusammengepasst. Tanzlehrerin und Millionär mit zwei linken Füßen. Das geht einfach nicht. Bist du dir da ganz sicher? Ich glaube schon. Anka, und? Anker! Und komm! Herr Pohl? Ja? Martin Hansen, ich hatte den ganzen Tag versucht, Sie zu erreichen. Ich hatte zu tun. Meine Sekretärin wird Ihnen das doch sicherlich ausgerichtet haben. Es wäre sehr wichtig, wenn wir uns mal unterhalten. Nicht ist doch so wichtig, als dass ich mit Ihnen reden wollte, wa? Ich möchte Ihnen ein Geschäft vorschlagen. Es geht um das Grundstück in der Bartholdistraße. Nee, ich mache keine Geschäfte mit den Hansens. Also, das sollte Ihnen Ihr Vater doch wohl erklärt haben, wa? Und komm!
Frau von Hoff? Ja? Martin Hansen. Ja, ich weiß, wer Sie sind. Ich müsste mal mit Julia sprechen. Wissen Sie, wo ich sie finden kann? Die ist leider justamente weg. Und ich glaube auch nicht, dass sie mit Ihnen sprechen wollte. Ich im Übrigen auch nicht. Ich weiß, Sie alle sind nicht besonders gut auf mich zu sprechen, aber ich möchte meinen Fehler gerne wieder gut machen. Der Mann taucht. Wer hindert Sie dran? Ich habe vielleicht einen Weg gefunden, Ihre Tanzschule vor dem Abriss zu bewahren. Ein paar Straßen weiter gibt es ein brachliegendes Grundstück. Allerdings will der Besitzer, Herr Pohl, nicht verkaufen und die Zeit läuft mir davon. Und ich dachte, vielleicht könnten wir gemeinsam versuchen, ihn zu überreden. Moment mal, Sie meinen aber nicht etwa Carsten Pohl, oder? Doch, doch, ja. Das können Sie vergessen. Der will nicht Ihnen kleinen Finger rühren für die Tanzschule. Da fällt eher Weihnachten und Ostern zusammen auf Ihren Tag. Ich war früher mal mit ihm liiert. Haben uns hier in der Tanzschule kennengelernt. Ich war so weit von verliebt. Der Kerl konnte richtig gut tanzen und... Naja. Carsten war damals noch verheiratet. Und er wollte partout nicht mit offenen Karten spielen. Ich bin dann einfach irgendwann so fuchsteufelswild geworden und habe seiner Frau gesteckt, was ihr Mann alle zu heimlich hinter ihrem Rücken treibt. Und ja, das war denn auch. Ja, aber seine Ehe war dann schlussendlich auch am Ende. Haben Sie denn noch Kontakt? Nee. Wir haben seit 6 Jahren kein Wort mehr miteinander gesprochen. Was wäre doch die Gelegenheit? Kommt mir doch überhaupt nicht in der Tüte. Soll ich vielleicht bei dem angekrochen kommen und um Hilfe betteln? Ich hab doch schließlich auch noch meinen Stolz. Das ist doch jetzt nicht Ihr Ernst. Sehe ich vielleicht so aus, als ob ich scherzen würde? Dann will ich Ihnen jetzt mal was sagen, Frau von Hoff. Ich könnte Ihre Tanzschule abreißen lassen. Sofort. Überhaupt gar kein Problem. Aber ich tue es nicht. Und wissen Sie auch warum? Weil ich Julia liebe. Und für diese Liebe riskiere ich gerade meine gesamte berufliche Existenz und die Beziehung zu meinem Vater dazu. Also kommen Sie mir nicht mit Ihrem falschen Stolz. Und dass Sie mit Pohl nicht sprechen können, weil er Ihnen zu Urzeit mal das Herz gebrochen hat. Wollen Sie nun, dass Ihre Tanzschule bestehen bleibt oder nicht? Ist ja gut. Ist ja gut. Ich glaube bloß nicht. Ich glaube bloß nicht, dass der hier freiwillig aufkreuzt. Da müssen wir uns was Gutes einfallen lassen. Hey, Julia! Oh, hey. Entschuldigung, hab euch nicht gesehen. Hey. Max hat mich mit seinen Tanzkünsten verzaubert. Auch wenn er bei Roberto Nachhilfe nehmen musste. Aber das... Ist schon okay. Wenn du nicht gelungen hättest... Wäre ich nie auf die Idee gekommen, mit dir tanzen zu gehen, hm? Ja. Wir sehen uns morgen beim Abschlussball. Ja, okay. Ciao. Tschüss. Martin, ich bin's, Nadja. Komm rein, ich bin gleich fertig. Hallo. Martin,
tut mir leid. Ich habe mich benommen wie eine Riesenidiotin. Also, ich hätte nicht gegen dich arbeiten sollen. Hör zu, wenn's irgendwas gibt, was ich tun kann, um das wieder gut zu machen, dann... Aber das tust du doch schon. Ach, übrigens, ich habe mit Gregor gesprochen. Er ist nicht zu Hause, er ist in seinem Büro. Du müsstest die Sachen also dorthin bringen, ja? Aha. Wann trefft ihr euch morgen mit den Investoren? Um 12, ja, das schaffe ich. Das und... Was ist denn? Sag mal, wie ist denn das da? Hast du Angst vor Hunden? Nö. Warum? Gut. Halt mal einen kleinen Job für dich. Okay. Schönen guten Tag. Ich würde gerne Herrn Hansen sprechen, bitte. Senior oder Junior? Senior, bitte. Das tut mir leid, Herr Hansen. Senior ist zu Tisch. Und wo? Darüber kann ich Ihnen keine Auskunft geben. Und außerdem befürchte ich, dass Sie für diese Lokalität nicht ganz passend gekleidet sind. Vielen Dank, Sie haben mir sehr geholfen. Herr Hansen! Nadja? Gregor? Hallo. Hallo. Hier ist der Teil der Präsentation und hier ist die Kalkulation, falls die Investoren irgendwelche Fragen haben. Ich muss jetzt wieder weg. Tschüss. So, bitte sehr. Nee, ist doch ein Milchkaffee. Das ist ein Latte Macchiato. Wirklich Latte Macchiato. Ich will echt einen deutschen schwarzen Kaffee. Capito? In Ordnung. Na, bitteschön. Das stimmt doch was nicht. Anka! Und, hat er sie gesehen? Ich glaube schon. Gut. Versteckt euch am besten im Büro, ja? Anka! Marlene. Hallo. Hallo. Carsten. Das ist ja eine Überraschung. Was machst du denn hier? Ich? Ich suche Anka. Ich glaube, die ist hier hingelaufen. Hast du die nicht gesehen? Anka? Mhm. Mein Hund. Na, warte. Du, ich hab keinen Hund gesehen. Der ist bestimmt nicht hier. Anka? Was ist denn hier los? Ja. Hast du nicht gehört? Berlin-Immobilien würde die ganze hier abreißen. Unsere schöne Tanzschule. In 2 Wochen ist es soweit. Das soll unser Abschiedsfest sein. Dann stimmten also doch die Gerüchte. Das bin ja ich. War ein tolles Wochenende, wa? Carsten, ich wollte dir sagen, das tut mir alles furchtbar leid, was damals war. Marlene, wo ist sie denn nur? Wie, was, wo ist wer?
Sag mal, Lene, was geht eigentlich hier vor? Also, ich... Wir... Ja, das ist schon so. Wir hatten gehofft, dass du uns vielleicht helfen würdest. Und wie, wenn ich mal so fragen darf? Ja. Dir gehört doch das Grundstück da in der Bartholdistraße, weißt du? Und der Martin Hansen würde dir das gerne abkaufen und da das Einkaufszentrum bauen und nicht hier. Und dann könnte unsere Tanzschule vielleicht am Leben bleiben, weißt du? Aha, daher weht also der Wind. Sag mal, Marlene, was bildest denn du dir eigentlich ein? Ja, Decke, nur riech dir bloß nicht gleich wieder so künstlich auf. Ich hab wohl allen Grund. Du glaubst wohl, wenn du dich auf die Schnelle mal bei mir entschuldigst, dass ich plötzlich wieder Geschäfte mit Hansen mache, oder was? Mich so hinter Fotze hierher zu locken, ist auch nicht die feine Englische. Das ist ja jetzt wieder mal typisch. Mann, immer sind die anderen schuld, fass dir doch mal an die eigene Nase. Die ganzen leeren Versprechungen, die du mir damals immer gemacht hast, Mensch, in Waschlappen warst du, das warst du, jawohl. Herr Pohl, das Ganze war auch meine Idee. Kann ich Sie mal unter vier Augen sprechen? Also, ich wüsste nicht, wieso. Carsten, bitte, gib ihm 5 Minuten, bitte. Denk doch mal an die alten Zeiten. Die Tanzschule, die hat ja doch auch mal ganz viel bedeutet, bitte. Na gut, dann gebe ich 2 Minuten. Das ist ja großartig geworden. Ja, Martin hat wirklich tolle Arbeit geleistet in der kurzen Zeit. Sie sind da. Na, dann wollen wir mal Geschäfte machen. Ja. Herr Pohl, wir wollten Sie doch nicht vor den Kopf stoßen. Wir wollten doch nur, dass Sie verstehen, dass diese Tanzschule nicht abgerissen werden darf. Spinnig? Sie wollen doch das Gebäude abreißen lassen. Ich doch nicht. Ja, nun nicht mehr. Zumindest versuche ich das gerade zu verhindern. Ist mir scheißegal. Ich bin ja auch bereit, 10% auf den Listenpreis draufzulegen. Das interessiert mich doch nicht, ja nicht. Da staunen Sie, wa? Komm, meine Kleine, komm, wir gehen. Anker. Na, Fuß, komm. Hopp. Genauso machen wir das. Ja, ich bin stolz auf dich. Ich danke dir. Wir reden später. Tschüss. Meine Herren, es hat sich eine kleine Veränderung ergeben. Ich habe gerade erfahren, dass wir ein noch besseres Grundstück für den Bau des Einkaufszentrums erwerben könnten. Es liegt nur 3 Straßen von der Wielandstraße entfernt. Wir haben dazu auch schon was vorbereitet. Hier sehen Sie das Baugrundstück. Und hier sehen Sie, wie es aussehen könnte. Tag zusammen. Frau Behrendt, was machen Sie denn hier? Ich weiß es auch nicht so genau. Aber es könnte eventuell damit zu tun haben, dass Sie gerade das Zentrum eines gesamten Viertels platt machen wollen. Julia, das ist jetzt wirklich ein ganz ungünstiger Zeitpunkt. Mit Ihnen rede ich doch gar nicht. Und ich wüsste auch nicht, seit wann wir uns duzen. Es steht mir wirklich bis hier. Sie sitzen hier in Ihrem schicken Restaurant, dessen Speisekarte man erst versteht, wenn man 9 Jahre Französischunterricht hatte. Und Sie kommen sich dabei wahrscheinlich auch noch wahnsinnig besonders vor. Ohne auch nur eine Sekunde darüber nachzudenken, was Sie mit Ihrem Projekt eigentlich anrichten. Ich bitte Sie, das ist alles ein Missverständnis. Martin hat gerade... In dieser Tanzschule haben viele Menschen ein Zuhause gefunden und Hoffnung. Viele junge Menschen kommen zu uns und lernen das erste Mal Selbstvertrauen zu haben. Viele alte Menschen kommen seit 20 Jahren zu uns. Menschen, die... Frau Behrendt, wir wollen doch... Sag mal, haben Sie was an den Ohren? Das sollten Sie wirklich mal untersuchen lassen. Menschen, die das Tanzen über alles lieben. Aber nein, sie denken ja nur an sich. Und daran, wie man möglichst schnell noch mehr Geld verdienen kann, ha? Aber wissen Sie was? Geld ist nicht alles. Und Sie tun mir ehrlich gesagt leid, weil Sie offensichtlich keine Ahnung haben, worum es im Leben wirklich geht. Aber ich werde Sie daran erinnern. Immer wieder. Wenn es sein muss, solange es notwendig ist. Und Ihrem Sohn können Sie ausrichten, dass er ein Feigling ist. Tschüss. Tja.
Julia, da bist du ja endlich. Ich versuche schon die ganze Zeit, dich auf dem Handy zu erreichen. Ich hab's abgeschaltet. Gibt's irgendwas zu feiern? Aber hallo, halt dich fest. Die Tanzschule ist gerettet. Wie? Ich war doch gerade erst bei diesem Gregor. Ich habe keine Ahnung, von welchem Gregor du jetzt sprichst, aber der Martin, der ist eine echte Wucht. Also was der alles angestellt hat, um das Ding wieder hinzukriegen. Also, ich könnte mich glatt in diesen Mann verlieben. Hättest du nicht schon ein Auge auf ihn geworfen? Was? Naja, er war vorhin bei seinem Vater und hat ihn überredet, woanders zu bauen. Wann genau? Der Champagner ist da. Jule, da bist du ja endlich. Du, wir warten schon alle. Ist irgendwas? Ich muss euch was sagen. Ja, was denn? Ich war gerade bei Martins Vater und ich habe ihn ziemlich blöde angemacht. Milde ausgedrückt. Ich glaube, Berlin Immobilie hat jetzt keine Investoren mehr. Was? Oh nein! Julia! Tja, also Leute, ich glaube, auf den Erfolg können wir langsam in den Twitch haben, wa? Julia! Julia! Martin, es tut mir so leid. Es tut mir leid, dass ich so ausgeflippt bin. Oh Gott, dein Vater wird mich hassen. Aber ich konnte doch nicht ahnen, dass du die Tanzschule retten willst nach alledem, was passiert ist. Und ich... Dafür liebe ich dich doch. Dafür liebst du mich? Ja, für dein Temperament, das liebe ich an dir. Aber ich habe gerade deine Firma ruiniert. Ja, das habe ich mitbekommen. Und? Und? Aber... Was ist denn mit dir und Nadia? Seid ihr nicht... Ich will's kurz machen. Nach eingehender Rücksprache mit den Investoren und Frau Drehmann hier, kann ich Ihnen die erfreuliche Mitteilung machen, dass wir das geplante Einkaufszentrum in der Bartholdi-Straße bauen werden. Die Tanzschule bleibt also bestehen. Im Weiteren waren die Investoren sehr beeindruckt von ihrer Leidenschaft, Frau Behrendt. Ich übrigens auch. Obwohl ich hoffe, dass unsere nächsten Treffen etwas friedlicher ablaufen. Schließlich möchte ich meinen Sohn in guten Händen wissen. Paul, ich hoffe, dein Angebot steht noch. Sag mal, wie könnte ich denn das jetzt noch zurücknehmen, wa? Aber darüber reden wir noch. Ja, natürlich.